Hallo und herzlich willkommen im Wald, liebe Nasen und Näsinnen. Ich bin gerade so ein bisschen zwischen den Stühlen. Es klappt heute nichts bei mir, bei meinen Versuchen, ein Video zu drehen. Daher habe ich mich jetzt entschieden. Und ich versuche es jetzt einfach mal. So. Nämlich Windkraftanlagen im Wald. Pro, Contra. Und wenn man sie hinstellen würde, was hätte das für Auswirkungen für den Wald? Negative vor allen Dingen natürlich. Also positive Auswirkungen auf den Wald haben die gar nicht. Das können wir gleich mal vornherein festhalten. Das gibt's nicht. Ja, ist so. Positive Auswirkungen aufs Klima haben sie hingegen schon. Denn das ist ja der einzige Grund, weshalb man überhaupt Windkraftanlagen, also mal abgesehen davon, dass diejenigen, denen sie gehören, damit Geld verdienen, aber davon mal abgesehen, ist der einzige Grund, weshalb man überhaupt irgendwo Windkraftanlagen hinstellen wollen, sollen, möchten, tun, was auch immer, besteht ja vor allen Dingen darin, dass sie halt eben nun mal relativ nachhaltig und CO2-frei, emissionsfrei in kürzester Zeit ihre Produktionskosten, also im Sinne von Ressourcenkosten, im Sinne von Kohlenstoffkosten, wenn man das so nennen möchte, wieder eingespielt haben. Und sobald sie die wieder eingespielt haben, das ist schon in unter einem Jahr der Fall, stehen sie halt noch 19 Jahre rum und produzieren wirklich mit einem Minimum an Flächenverbrauch einen Haufen an Energie. Ja, das ist jetzt erstmal soweit, ja, ne? Sodala, jetzt werden sich gleich die Ersten wahrscheinlich aufregen und sagen, so effizient sind Windkraftanlagen gar nicht. Das hängt natürlich vom Standort ab. Wenn da ordentlich Wind weht, dann sind die Dinger auch effizient. Wenn da zu wenig Wind weht, dann lohnt es sich tatsächlich nicht. Und ganz entscheidend ist vor allen Dingen auch die Höhe der Anlage, weil je höher du mit dem Ding kommst, desto mehr Wind weht halt eben. Andererseits, je höher du mit dem Ding kommst, desto schwerer, größer, stabiler muss natürlich auch der Turm sein. Das ist also nicht ganz trivial, aber es ist schon lösbar, das Problem. So ist es ja nicht. So, und dann zweitens, aus aktuellem Anlass, ich habe das gedreht, da gab es noch keinen Krieg. Und dann kommt jetzt allerdings noch ein ganz wesentliches Argument, das davor natürlich auch schon galt, jetzt aber vielleicht noch ein bisschen aktueller ist, dazu, dass, mal abgesehen vom Vorteil für die Klimageschichte, regenerative Energiequellen, die man in Deutschland selbst direkt produziert, beziehungsweise die Energiequellen nicht, aber die Energie halt, die ist dann auch unabhängig von irgendwelchen politischen Firlefanzereien und irgendwelchen Energieimporten aus sonst wo. Und das ist natürlich nochmal ein richtig, richtig großer Vorteil von regenerativer Energie, die wir halt eben auch im eigenen Land zu einem großen Teil bereitstellen können. Da muss man jetzt nicht unbedingt meiner Meinung sein, aber ich denke schon, dass das wirklich ein Argument ist, was man nicht ganz ignorieren darf, wenn man jetzt sagt, auch regenerative Energiequellen brauchen wir nicht, lass uns lieber Erdgas bei Putin einkaufen. So, gut. Also, für Energiewende, das können wir festhalten, werden wir um Windkraftanlagen nicht herumkommen. Wenn wir keine Energiewende haben wollen, dann brauchen wir auch keine Windkraftanlagen. Entsprechende Parteien, die das toll finden, können das auch weiterhin so propagieren. Wenn wir aber sagen, Energiewende ist grundsätzlich erstmal Dufte, dann brauchen wir auch Windkraftanlagen. So, jetzt Problem. Wohin stellen die Dinger? Das ist nämlich nicht einfach damit getan, die irgendwo hinzustellen, wo halt gerade Platz ist, sondern man muss die halt auch da hinstellen, wo halt auch gerade Wind ist und Platz ist. Und Möglichkeit nach Möglichkeit nicht irgendwas anderes schon dasteht, was halt wichtig wäre, da zu erhalten und nicht damit kaputt zu machen. So, grundsätzlich können wir jetzt natürlich der Meinung sein, dass der Wald etwas wäre, was wichtig wäre, nicht kaputt zu machen, indem man was anderes da hinstellt. Aber Problem ist jetzt folgendes. Grob kann man mal sagen, zumindest in der Südhälfte von Deutschland, die ja noch sehr wenig Windräder aufweist. Im Norden schaut es ja da schon ganz gut aus. Ist es so, dass wir leider fast immer da, wo Wind ist, gleichzeitig auch Wald haben. Weil wo ist der Wind? Auf dem Berg. Und was ist da auch? Ja, Wald. Und warum ist da kein Feld, auf das man bequem ein Windrad draufstellen könnte? Also ein Windrad mitten im Maisacker, das dürfte kaum jemanden stören. Das stört meistens noch nicht mal den Landwirt, dem der Maisacker gehört, weil der kriegt ja noch ein bisschen Geld dafür, dass man da in der Mitte noch ein Windrad reingestellt hat. Und das sieht ja auch noch nicht mal, also meiner ästhetischen Empfinden nach, sieht das noch nicht mal besonders hässlich aus, weil ein Maisacker ist ja auch nicht besonders hübsch. Und ob da jetzt noch ein Windrad in der Mitte drin steht oder nicht, nicht so dramatisch, ne? Übrigens, die heißen Windkraftanlagen, das weiß ich auch, aber Windrad klingt einfach schöner. So,
Dumm nur halt, dass landwirtschaftliche Nutzflächen, gerade in mittelgebirgigen Landschaften, fast immer unten sind. Da sind die Böden fruchtbarer, da gibt es weniger Wind, das ist auch für die Landwirtschaft nicht unbedingt nachteilig. Und drum kannst du sie da nur dann hinstellen, wenn da halt zufällig eben doch mal viel Wind vorhanden ist. Und das ist in vielen Fällen nicht der Fall. Drum, so einfach ist es nicht. Dann wurde mal viel diskutiert, ob man die Dinger nicht regelmäßig einfach neben die Autobahn klatscht. Gleiches Problem. Du kannst die schon alle neben die Autobahn klatschen, aber die Autobahn verläuft nicht unbedingt da, wo besonders viel Wind ist. Beziehungsweise dann müsstest du sehr, 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 sehr hohe Windräder neben die Autobahn klatschen. Das kannst du theoretisch natürlich tun. Aber dann hast du halt eben doppelt Schallemissionen, ist zum Beispiel auch so ein Thema. Autobahn ist laut, Windkraftanlage nebendran ist laut. Dann will da im näheren Umkreis nun wirklich keiner mehr wohnen. Und also es sind immer viele, viele Faktoren, die für die einzelne Standortentscheidung verantwortlich sind. Im Einzelfall stecke ich da auch nicht dahinter. Und generell bin ich ein großer Fan von Windkraftanlagen neben die Autobahnstellen. Also wo immer das möglich ist und wo es Sinn macht, weil ja auch genügend Wind da ist natürlich, sollte man das meiner Meinung nach definitiv tun. Aber nach dem aktuellen Kenntnisstand ist das wahrscheinlich nicht genügend Fläche, um einfach so damit einfach so einfach den Windkraftanlagenbedarf decken zu können. Ja? Außerdem muss man, wenn man eine Windkraftanlage baut, völlig zu Recht einen gewissen Abstand zu bewohnten Gebäuden einhalten. So, und da wird sich jetzt auch trefflich gekloppt, wie groß denn dieser Abstand sein muss. Wenn man nach Bayern geht, beziehungsweise nach Söder, dann sollte der 10 H betragen, also 10 mal die Höhe des Windrads. Bei großen Windkraftanlagen, die in der offenen Landschaft, die nicht gleich ein Windpark sein sollen, sondern eine Einzelanlage, die liegen locker mal bei 150 bis 200 Metern in der Praxis. Und damit können wir sagen, 1,5 bis 2 Kilometer Abstand zum nächsten Gebäude. Bayern mag nicht das dicht besiedelste Bundesland sein, aber auch in Bayern gibt damit nur noch ganz, 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 ganz wenig Fläche, die dadurch in Frage käme, die gleichzeitig auch wieder Wind aufweist. Das kommt ja noch erschwerend dazu und kein Naturschutzgebiet ist. Weil wenn du die Dinger mitten in die Alpen klatscht, da hast du halt häufig auch Naturschutzgebiete völlig zurecht und da willst du die dann auch bitte nicht hinstellen. Ja? Oder sonst irgendwo in wirklich wertvolle Wälder, die ebenfalls Naturschutzstatus haben, da willst du sie hoffentlich auch nicht hinstellen. So, bleibt also gar nicht mal so viel Fläche übrig, wo man überhaupt welche hinstellen kann, wo es Sinn macht und wo niemand in unmittelbarer Nähe nebendran wohnt. Mindestabstand aus technischer Sicht, der wirklich eingehalten werden sollte, und das sagt sogar die Windradlobby, sind 700 Meter. Ich habe mal 500 Meter neben so einem Ding gepennt, um es mal auszuprobieren im Walde. Und muss sagen, auf 500 Meter merkst du schon noch, dass es da ist. Du hörst das. In einer ruhigen Nacht im Wald, da hörst du schon die Windkraftanlage. Wenn du 700 Meter weg bist, dann hörst du sie zumindest mal, wenn du ein Fenster zumachen kannst, bestimmt nicht mehr. Also ich jedenfalls nicht. Ich bin jetzt aber auch nicht der mit den besten Ohren. Jemand, der ein sehr, sehr, sehr gutes Gehör hat, ja, der wird halt vielleicht nicht als Durchschnittsperson angesehen werden, für die diese 700 Meter Regelung gedacht ist. Und da kann man sich bestimmt streiten, ob das nicht lieber 800 Meter sein sollten oder vielleicht doch gleich ein ganzer Kilometer, aber dann wird die Fläche natürlich wieder knapper. Oder ob 500 Meter reichen, so nach dem Motto, ach, das bisschen Krach, das stört doch niemanden, mach als Fenster zu. Oder lüfte halt nur mal kurz, Stoßlüften, haben wir ja jetzt geübt. Also wirklich sauschwer, sich da zu einigen, wo diese Teile hin sollen. Und weil das eben so schwer ist, sich zu einigen, wo diese Dinger hin sollen, gibt es eben Bestrebungen, erstens vom zuständigen Minister und zweitens gab es die Bestrebungen auch schon vorher, bevor der jetzt entsprechend gewählt worden ist, dass man doch überlegen könnte, die Teile in den Wald zu stellen. Weil der Wald ist halt eben gleichzeitig erstens mal fast immer auf dem Berg und auf dem Berg ist eigentlich immer genug Wind. Und wenn du da zumindest eine sehr hohe Windkraftanlage hinstellst, weil der Wald schwächt den Wind auch ab, also eine Windkraftanlage, die nur mit den Rotorblättern kurz hin oberhalb von der Baum, von den Baumwipfeln unterwegs ist, dreh, da wäre kaum Wind. Ja? Aber wenn du eine 250 Meter hohe, das wäre jetzt krass, aber eine 200 Meter hohe, das wäre wiederum realistisch, über den Wald stellst, dann sind die Rotoren auch ziemlich weit weg von den Bäumen und dann wäre da oben über dem Wald auch durchaus der Wind gegeben, zumal wenn sich der Wald auf einem Hügel befindet. Das heißt, geeignete Standorte, Wald, Hügel, weit genug weg von Wohnhäusern, ist in großen Waldgebieten auch nicht so schwierig, das ist ziemlich leicht zu finden.
Ja? Und jetzt kommt noch der weitere große Vorteil dazu, dass der Wald, wenn du jetzt sagst, du beschränkst dich auf den Staatswald, das ist so ungefähr 35-40%, je nachdem, wo man unterwegs ist, vom Gesamtwald. Und das sind oft die besonders weit abgelegenen Gebiete. Also wieder die ganz oben auf dem Hügel. Also grundsätzlich fügt sich da alles zusammen. Wer darf denn in diesem Staatswald bestimmen, dass da jetzt eine Windkraftanlage hin soll? Ja, plus minus der Herr Habeck alleine. Ja, da kann ihn eigentlich kaum einer davon abhalten. Beziehungsweise da halt eben die Landesforstwirtschaftsmenschen schon auch nicht immer ganz dem Bund unterstehen, gäbe es als Hindernis natürlich noch, dass das Bundesland, in dem die Windkraftanlage gebaut werden möchte, einfach per se Windkraftanlagen im Wald ausschließt. Das tun verschiedene ostdeutsche Bundesländer zum Beispiel. Da darfst du einfach generell keine Windkraftanlage in den Wald stellen. Bundesländer, die aber sagen, ja, prinzipiell könnte man die in den Wald stellen. Wenn du damit freundlicher Genehmigung vom Wirtschafts- und Klimaminister das dann auch vorhast, dann kriegst du eine Baugenehmigung sehr schnell. So, und sehr schnell ist jetzt wieder ein großer, großer Vorteil, weil wir ja schon gesagt haben, die Energiewende, wenn es die geben soll, dann muss die schnell gehen. Also hast du jetzt hier einen Haufen Vorteile erstmal, die nichts mit dem Wald zu tun haben und auch nichts für den Wald zu tun haben, die aber jetzt so rein aus dem Organisatorischen her und aus dem Vorhandensein von Wind dafür sprechen, Windkraftanlagen tatsächlich in den Wald zu stellen. So, das fassen wir jetzt mal kurz zusammen an dieser Stelle. Was spricht für Windräder in Wäldern? Jetzt erstmal auf den ersten Blick. Wir haben über dem Wald oft gute Windgeschwindigkeiten, wir haben keine Anwohner in der Nähe, also das Problem der Lärmbelästigung, des Schattenwurfs und was da sonst noch gegen die Dinger spricht, ist erstmal relativ weit weg. Und wir haben keinen Rechtsstreit, der die Baugenehmigungen verzögern würde, wie zum Beispiel, wenn man neben irgendeinem Dorf baut, wo sich dann recht schnell eine, auch eine Gegenbewegung gegen Windenergie herauskristallisieren könnte, was ja auch oft passiert. Wir haben auch keine Fragen, wem der Boden gehört, auf dem das Ding stehen soll, sondern es gehört in vielen Fällen eben dem Staat. Und dann geht die Sache relativ flott. Dass das flott geht, ist natürlich auch wichtig, weil wenn man Energiewende haben möchte, dann soll die auch schnell gehen, damit sie wirksam ist. Und drum ist Thema Geschwindigkeit hier schon ein deutlich, deutlich wichtiger Punkt. So. Jetzt hatte ich ja schon gesagt, Windgeschwindigkeiten sind nicht überall hoch und nur da, wo man hohe Windgeschwindigkeiten hat, kann man sinnvollerweise eine Windkraftanlage hinstellen. Das hier ist jetzt mal eine offizielle Karte für Baden-Württemberg. Das sieht in anderen Teilen Deutschlands ganz ähnlich aus. So blaue Gebiete sind im Prinzip Niederungen. Da gibt es so gut wie gar keinen Wind. Das macht überhaupt keinen Sinn, da irgendwelche Windkraftanlagen aufzustellen. Und das hier sind schon die Windenergiedichten, Windleistungsdichten in pro Quadratmeter auf einer Höhe von 100 Metern über Grund. Ja, also das wäre jetzt schon recht weit oben. Trotzdem sehen wir, wirtschaftlich sinnvoll sind Windkraftanlagen so ab Ocker, spätestens beim Braun, wenn man das so nennen darf, und mindestens ab Rot wird es dann interessant, dass da auch genügend Leistungsdichte zusammenkommt, dass man den Flächenverbrauch und den Aufbauaufwand für die Windkraftanlage dann auch irgendwie kompensieren kann. Sowohl finanziell als auch eben in der Energieeffizienz, also Ressourcenkosten, Ressourcenverbrauch zu Energiebereitstellung, wenn man sich dieses Verhältnis anguckt. So, das heißt, 100 Meter über Grund sieht die noch gar nicht so gut aus. Das ist in anderen Bundesländern anders. Je näher man der Küste kommt zum Beispiel, desto einfacher wird das. Aber schauen wir uns doch spaßeshalber mal die Situation bei 160 Metern über Grund an. Ja, und ab 160 Meter über dem Grund sieht es dann so aus, dass wir also eine deutliche Bevorzugung bergiger Landschaften bekommen. Innerhalb der bergigen Landschaften gibt es dann eben diese dunkelbrauneren Gebiete. Ab da grob fängt es an, sich zu lohnen. Bei Rot lohnt es sich dann sicher. Bei Lila ist es dann teilweise noch nicht zu viel, aber da muss man dann zwischendurch auch mal abschalten, wenn gerade enorm viel Wind geht. Und also das sind größtenteils die hügeligen Lagen, die gleichzeitig einen sehr hohen Waldanteil aufweisen und meistens recht weit weg sind. Zumindest zu größeren Siedlungsräumen, kleinere Dörfer gibt es natürlich. Und wenn wir dann auf 200 Meter über Grund gehen, das dürfte auch ziemlich mehr oder weniger das Maximum sein, was man technisch hinbekommt mit einer großen Windkraftanlage. Dann sieht das Bild eben so aus. Und da wäre jetzt reichlich Windkraft vorhanden. Allerdings bleibt jetzt ein sehr gebirgiges
so ein sehr strukturiertes Bundesland wie zum Beispiel Baden-Württemberg, und das Problem hat Bayern zugegebenermaßen auch, immer nur ein recht zerstückeltes Land, was die Windverfügbarkeit angeht. Ne? Das heißt, es gibt einzelne Regionen, wo schon ordentlich Windkraft verfügbar ist, wo man einiges hinstellen kann. Da sollte man dann natürlich trotzdem ein bisschen aufpassen, dass man jetzt nicht auf die Idee kommt, die Region, wo es halt geht, dann wirklich von vorne bis hinten zuzuklatschen mit den Windrädern. Ne, ist auch wieder schwierig, aber ein paar oder auch ein paar mehr, das sollte drin sein, und das liefert dann aber auch, da das ja jeweils auch recht groß Anlagen sind, schon einen bemerkenswerten und einen nützlichen Anteil am Gesamtstrom eines Baden-Württembergs, das, wenn jeder ein E-Auto hat, natürlich auch einen erhöhten Energiebedarf haben wird. Daher, ja, da führt vermutlich eventuell kein Weg dran vorbei, ja, aber dazu später noch mehr. Jetzt ist allerdings noch die zentrale Frage, was macht das mit dem Wald? Ist das jetzt schlimm, 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 oder ist es nur schlimm? Oder ist es vielleicht sogar nur, in Anführungszeichen, ein notwendiges Übel? Da kann man sich jetzt trefflich auch wieder drüber streiten, aber gehen wir mal durch, negative Einflüsse von Windkraftanlagen in Waldökosystemen. Erstmal, spaßeshalber auch mal der Vollständigkeit halber, negative Einflüsse von Windkraftanlagen ganz allgemein. Da wird viel diskutiert, und deswegen nenne ich es auch mal gleich als erstes, was noch nicht abschließend komplett erforscht ist und wozu man ganz viel finden kann, was als Laie auf diesem Gebiet, das ist ja nun nicht mein Fachgebiet, was den Wald anbetrifft, kenne ich mich aus. Aber was zum Beispiel die Frage angeht, ob viele Windkraftanlagen, dadurch, dass sie ja den Wind abbremsen und die Kraft aus dem Abbremsen des Windes dann ja nutzen, um Strom zu erzeugen, ob die einen Einfluss aufs Mikroklima mindestens mal einer Landschaft haben können, dadurch, dass sie halt im großen Umfang Wind abbremsen. Die erhöhen also mit dem Aufstellen von vielen Windkraftanlagen die Rauigkeit der Landschaft, und das führt zu geringeren Windgeschwindigkeiten hinter einer rauen Landschaft. Also nehmen wir mal spaßeshalber an, Wind kommt von Westen, in der Mitte steht der Schwarzwald, und östlich vom Schwarzwald hat man früher super Drachen steigen lassen. So. Jetzt geht der Wind über den Schwarzwald, und normalerweise wird er dadurch eh schon relativ stark abgeschwächt. Jetzt stehen aber auf dem Schwarzwald drauf, noch im Flanier, jede Menge Windräder. Und jetzt wird der Wind noch mehr abgeschwächt. Jetzt kann man auf der anderen Seite keinen Drachen mehr steigen lassen. Und jetzt ist die Frage, mal abgesehen vom Drachensteigen, hat das nennenswerte Auswirkungen aufs Ökosystem? Können da unvorhergesehene Katastrophen dadurch passieren, dass plötzlich weniger Wind in manchen Teilen der Landschaft vorhanden ist? Das weiß ich nicht. Das wird tatsächlich auch noch ein bisschen erforscht, und das ist vielleicht eines der besten Argumente der Windkraftgegner, also der besten sachlichen Argumente der Windkraftgegner, dass man das halt noch nicht hundertprozentig sagen kann, weil das noch gar nicht so gut untersucht ist. So. Zum eben beschriebenen Sachverhalt gehört auch noch die Durchmischung der Luftschichten. Ja, normalerweise haben wir ja unten eine kalte Luftschicht, oben eine warme Luftschicht oder umgekehrt, unten eine warme, oben eine kalte. Das ist im Regelfall der Fall. So, und wenn diese Luftschicht jetzt quasi durch so einen Mixer windet, dann kann es halt passieren, dass die ein bisschen durchmischt werden, sich diese Schichtung der Luft auflöst, und das führt netto, sofern es gerade eine deutliche Schichtung der Luft gibt, zu einer Erwärmung vom Erdboden hinter der Windkraftanlage. Man darf davon ausgehen, dass dieses Phänomen übrigens bei Windkraftanlagen im Wald weniger deutlich ist, weil da wird die ja durchsiebte, durchmischte Luft ja erstmal auf die Baumkronen treffen, und die Baumkronen halten ein Luftpaket relativ gut aus dem Wald draußen, beziehungsweise Wärme aus dem Wald draußen, auch in Form von Solarstrahlung etc. pp. Hier ist also der klimaabmildernde Effekt. Heißes wird kühler und Kühles wird wärmer, den der Wald grundsätzlich hat, möglicherweise auch zu bemerken. Aber auch das ist noch nicht so genau untersucht, und ob das jetzt schlimm ist oder nicht, das wird man auch noch absehen müssen. Jedenfalls ist die Fläche, auf der dieses Phänomen auftritt, pro Windkraftanlage relativ klein. Es sind also nur Lokalklimaveränderungen. Aber ja, wie gesagt, man weiß es nicht hundertprozentig, ob das nicht noch für irgendwas Größeres relevant werden könnte. Sieht derzeit aber nicht so aus. So. Nächster Punkt. Schatten. Ja?
Eine Windkraftanlage erzeugt Schatten. Im schlimmsten Fall erzeugt sie auch einen sich bewegenden Schatten, also den der Rotoren. Und der kann nervig sein. Wenn der also auf ein Haus fällt, ist das nicht so schön. Ansonsten, wenn der auf Pflanzen fällt, dann haben sie eine geringere Photosyntheseleistung, weil sie ansonsten im prallen Sonnenschein stehen würden. Spielt das eine Rolle? Also die Photosyntheseleistung? Nee. Das ist so mini, das ist so wenig. Und Schatten im Sinne von, der nur bei direkter Sonneneinstrahlung überhaupt sichtbar wird, das hat einen minimalen Einfluss auf die Photosynthese für einen kleinen Teil an Vegetation. Zumal der Schatten einer Windkraftanlage ja erst dann richtig, richtig lang wird, wenn die Sonne sehr niedrig steht. Ja? Und dann, wenn die Sonne sehr niedrig steht, ist auch wiederum die photosynthetisch aktive Strahlung, die PAR, photosynthetisch active radiation, ist dann auch wieder sehr, 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 sehr gering und da macht das dann keinen nennenswerten Unterschied mehr. Also ja, auf dem Papier wäre es vielleicht messbar, aber es ist wirklich ein extrem geringer Wert und das können wir, glaube ich, schon vernachlässigen, beziehungsweise die positiven Aspekte, einfach dadurch, dass man da halt recht nachhaltig Energie erzeugen kann, überwiegen dann das geringfügig gestörte Pflanzenwachstum im Schattenbereich der Anlage. Ob der Schatten jetzt jemanden stört, der da wohnt, das ist nochmal eine andere Frage. Ob der Schatten Erholungssuchende, die da spazieren gehen, stört, das ist auch nochmal eine andere Frage. Da muss man dann jetzt einfach wirklich ethisch, moralisch, politisch entweder sagen, ja, das ist zwar so, aber da sind wir bereit, das in Kauf zu nehmen für eben eine halbwegs nachhaltige Energieversorgung. Oder, nö, dann lieber keine halbwegs nachhaltige Energieversorgung, um es jetzt mal radikal auszudrücken. Ne? Gibt natürlich auch nochmal Kompromisse dazwischen, nämlich wie viele davon, wie viele Windkraftanlagen, wo muss man es akzeptieren, wo nicht und wie viel davon muss man akzeptieren, ne? Solche Fragestellungen. Gut, also das war die Sache mit dem Schattenwurf. Dann wäre die Sache mit der Lärmbelästigung. Was das für uns Menschen bedeutet, das ist relativ gut untersucht, nämlich nichts Gutes. Lärm also nicht gesund, nicht schön, will man nicht haben. Soweit so klar. Ja. Für die Natur, das ist erheblich weniger gut untersucht. Pro Argument, dass Lärm nicht besonders schlimm wäre, sind Untersuchungen, die man hinsichtlich Autobahnen und Tieren gemacht hat. Das mal abgesehen davon, dass Tiere, wenn sie über die Autobahn rennen, das mit ziemlicher Sicherheit nicht überleben, wohnen die ganz gerne an der Autobahn. Weil an der Autobahn, da ist sonst, da sind wir nicht. Ja? Wir gehen selten an der Autobahn spazieren. Viele Pflanzen, die sich darauf spezialisiert haben, können an der Autobahn ganz wunderbar wachsen. Warum? Ja, weil hoher Stickoxide-Eintrag in den Boden durch die ganzen Abgase der Autobahn. Wenn du damit klarkommst, als Spezialistenpflanze, ist das ganz wunderbar. Es gibt teilweise Salzwiesen neben Autobahnen oder großen Straßen. Also Pflanzen, die normalerweise sonst nur an der Küste, in der salzigen Meeresgischtzone vorkommen, durch das ganze Streusalz, was regelmäßig auf Straßen ausgebracht wird. Also da gibt es schon spezialisierte Ökosysteme, die mit der Straße in Verbindung stehen. Und der Faktor Lärm hat daran bisher wenig ändern können, dass es diese Ökosysteme gibt. Und jetzt gibt es eine Gruppe von Leuten, das kann man gut finden, das kann man schlecht finden, die eben sagen, daran kann man ja wunderbar sehen, dass sich auch trotz Lärm bestimmte Tier- und Pflanzenarten an einem Ort, der sehr laut ist, trotzdem wohlfühlen können. Es gibt zum Beispiel jede Menge Fuchsfamilien, die sich sogar darauf spezialisiert haben, auf Verkehrsinseln rund um Autobahnen, also bei Autobahnen kreuzen und solche Späße. Ne? Wenn es da so Verkehrsinselchen gibt, so ein paar grüne kleine Oasen dazwischen, während du auffährst, abfährst etc. pp. Da wohnen ganz oft Wildtiere, die du da niemals vermuten würdest. Und die haben da massiv ihre Ruhe. Die haben gelernt, wie man sicher über die Straße läuft, vorzugsweise nachts, wenn gerade keiner kommt. Und wenn hin und wieder mal einer überfahren wird, okay, aber dafür haben sie wirklich ihren isolierten Lebensraum, an dem ihnen sonst wirklich niemand gefährlich werden kann und sie niemand stört. Gibt es. Ja? Also das wäre so das Pro-Argument, weshalb der Krachfaktor für viele Tiere offensichtlich nicht so schlimm ist. Ja, natürlich gibt es auch negative Auswirkungen von Lärm. Und zwar hat man bei Fischen in Korallenriffen, Great Barrier Reef war das, glaube ich, rausgefunden, indem man denen Motorgeräusche vorgespielt hat, dass sie sich dann aggressiver verhalten und mehr Zeit damit verbringen nach Feinden, die möglicherweise gar nicht da sind, weil sie halt nicht hören können, vermutlich, ne, das ist jetzt nur Spekulation, dass das der Grund ist, zu suchen. Jedenfalls suchen sie da mehr und haben dann weniger Zeit zum Futtern und zum Nachwuchs, Pflegen etc. pp. Hat also deutlich negative Auswirkungen auf die Survivability sozusagen.
Von den Fischen. Bei Vögeln kommt es immer gut, stark darauf an, wie sehr dieser Vogel vom Singen abhängig ist und wie laut der singen kann. Da macht es also auch einen Unterschied, ob das jetzt so ein kleiner Piepmatz ist, der nur ein kleines, schwaches Organ hat, das den Umgebungslärm gar nicht mehr übertönen kann, oder ob das jetzt was ist, was so richtig trällern kann und weiterhin gut zu hören ist. Das spielt schon eine große Rolle und daran kann man auch so ein kleines bisschen, scheint es zumindest, so festmachen, ob das lärmempfindliche Vögel sind oder nicht. Entscheidend ist ja auch, wie laut ist der Lärm eigentlich, ja? Und wie monoton. Und ein monotoner, immer gleicher Lärm ist so gesehen besser, weil der besser ausgeblendet werden kann aus dem Gehör und weniger oft zu Fehlalarmen führt, wenn es jetzt ums Erschrecken von Tieren geht. Das gleiche Phänomen haben wir zum Beispiel auch bei Heuschrecken, weil die ja auch per akustischem Signal, ne, dem Grillen, von den Grillen auf die Partnersuche gehen. Also auch hier ist Störungen der Umgebungslautstärke ein Problem. Und grob kann man sagen, wenn der Uhu die Maus nicht mehr hört, dann kommt die Maus eher davon und die Maus vermehrt sich besser. Das ist dann gut für die Maus, schlecht für den Uhu. Wir haben also eine höhere Mäusepopulation, möglicherweise eine niedrigere Uhu-Population. Ich will damit sagen, wir kriegen halt einfach Verschiebungen im Ökosystem. Wir haben da so einen Faktor jetzt drin, der da früher nicht da war und der beeinflusst im Grunde, ja, je akustischer unterwegs ein Tier ist, desto beeinflusster ist es, vorsichtig ausgedrückt. Ja? Säugetiere sind zum Beispiel relativ wenig beeinflusst. Drum ist das Beispiel mit den Füchsen, die an der Autobahn wohnen, auch eins für ein relativ lärmtolerantes Tier. Und wichtig, wichtig, wichtig. Es kommt auf die Lautstärke des Lärms auch nochmal ganz entscheidend an, wie schlimm jetzt eine Windkraftanlage insbesondere ist. Das wissen wir schlicht und ergreifend noch nicht. Da muss man also auch sicherlich noch ein bisschen forschen, ein bisschen viel auch gerne und dann halt nochmal neu abwägen. Momentan sieht es aber nicht so aus, beziehungsweise man kann nichts Offensichtliches feststellen, dass die Windkraftanlagen, die es in Wäldern oder generell schon gibt, jetzt eine furchtbar negative Auswirkung aufs Waldökosystem in Form der Artenzusammensetzung oder ähnlichem haben. So. Das ist also Faktor Lärm auf die Natur. Dann braucht so eine Windkraftanlage Platz. Und das ist so ein bisschen der Elefant im Raum. Das heißt, dadurch, dass die Platz braucht, muss das, was vorher da stand, wo jetzt die Windkraftanlage stehen soll, natürlich weg. Im Fall vom Maisacker ist das ein bisschen Mais, dann machst du ein kleines Fundament, dann stellst du die da hin und gut ist. Also nicht weiter dramatisch. Im Fall von neben der Autobahn, ja, dann steht halt dieses Fundament neben der Autobahn. Da war vorher vielleicht irgendeine Wiese. Wohnen wollte da eh keiner direkt neben der Autobahn, also auch wieder nicht so schlimm. Außer neben der Autobahn war direkt Wald, dann wäre das gleiche Phänomen wie sonst auch, wenn man Windkraftanlagen möglicherweise in den Wald stellen möchte. Gut, aber jetzt gehen wir mal davon aus, wir wollen sie wirklich in den Wald stellen. Jetzt müssen wir für diesen Zweck 0,47 Hektar nach eingehender Prüfung der Datenlage roden. Roden bedeutet nicht, wie es im Volksmund immer verwendet wird, einfach nur Fällen von Bäumen und dann sind da keine mehr, sondern roden bedeutet im rechtlichen Sinne in Deutschland eine Umwandlung von Waldfläche zu einer anderen Fläche. Das geht natürlich mit dem Entfernen der Bäume einher. Aber du kannst auch einen Baum umsägen, ohne zu roden, weil dann ist da zwar jetzt gerade der kein Baum mehr, aber der Wald ist da immer noch, weil da wächst da ja bald wieder der nächste Baum. Und die Fläche bleibt rechtlich gesehen Waldfläche, auch wenn gerade keine Bäume dastehen. Das gilt auch für sämtliche Fichten-Kahlflächen, wo die Fichte umgefallen ist, beziehungsweise vorsorglich entfernt wurde wegen Borkenkäfer oder sonstigen Gründen. Das ist alles immer noch Wald. Das war also keine Rodung, sondern lediglich eine Nutzung oder ein Hieb, nennt man das dann im Regelfall. Ja, das ist deswegen eben wichtig, weil eine Fläche, die nur, ja, bei der nur das Holz geerntet worden ist, wenn man jetzt in der forstlichen Fachsprache bleiben möchte, die ist halt nach wie vor Wald. Eine Fläche, die gerodet wurde, da hat man auch die Bäume runtergeholt, aber hinterher ist sie eben kein Wald mehr, sondern jetzt Standort für eine Windkraftanlage zum Beispiel. Und das bedeutet dann de facto, dass die Waldfläche durch jede gebaute Windkraftanlage dauerhaft um 0,47 Hektar Durchschnittswert sinkt.
Diesen Durchschnittswert, 0,47 Hektar, ist das jetzt viel, ist das jetzt wenig? Das wäre tatsächlich sehr, 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 sehr wenig, wenn man bedenkt, wie viel Waldfläche wir haben. So, hier mal ein Bildbeispiel für einen Wald, der ziemlich stark von Windkraftanlagen dominiert wird. Das heißt, da hat man plus minus reingestellt, was sich da sinnvollerweise reinstellen ließ. Ich denke, viel mehr ist der Bevölkerung nicht zuzumuten, ist vielleicht dann auch für den Wald möglicherweise zu viel. Also aus meiner Sicht erscheint mir das, aber das ist nur so eine persönliche Einschätzung, das Maximum zu sein. Aber so viel, wie wir hier sehen können, finde ich persönlich optisch nicht weiter dramatisch. Aber das muss jeder selber wissen, denn das ästhetisches Empfinden ist eine hochindividuelle Angelegenheit. Wer das hässlich findet, okay, dann ist es so. Da will ich mich gar nicht streiten deswegen. Aber Tatsache ist, dass die halt insgesamt schon die Waldfläche ein Stückchen weit beanspruchen, aber da immer noch ein sehr großes zusammenhängendes Waldgebiet vorhanden ist. Also es ist nicht so, dass die Windkraftanlagen jetzt wirklich den kompletten Wald da weggerodet hätten. Und beim Ausbau der Windkraftanlagen im Walde, dann würde es halt eben mehr Wälder geben, die so eine Linie bzw. so eine Front an Windkraftanlagen dann haben. Nicht unbedingt noch vollere Wälder. Das macht nämlich nur begrenzt Sinn, weil wenn du so viele Windkraftanlagen hintereinander stellst, dann machen sie sich gegenseitig Windschatten und die Leistung nimmt ab. Daher, ja, gut, so viel zu dem Bild. Jetzt zu den Zahlen. Ich habe ja eben gerade schon vor Ort gesagt, 0,46, 0,47 Hektar ungefähr durchschnittlicher Flächenbedarf pro Anlage. Das ist tatsächlich ein Wert, der aus den 2086 Anlagen stammt, die es derzeit im Walde gibt. Ja, mehr sind das noch nicht. Das entspricht dann sage und schreibe 0,008417% der Waldfläche, also weit, weit unter 1%, weit, weit unter 1%. Wir könnten also die Waldfläche verhundertfachen und dann hätten wir die Windkraftfläche verhundertfachen und dann hätten wir langsam fast 1% von der Waldfläche. Wenn wir 100 mal so viele Windkraftanlagen in den Wald stellen, wie wir jetzt aktuell gerade haben. Das heißt, momentan ist der Flächenbedarf der Windkraftanlagen, die es schon gibt, wirklich winzig und verhundertfachen ist hoffentlich nicht notwendig, aber dann wären wir bei 1% der Waldfläche. Und 1% der Waldfläche, das wäre möglicherweise auch noch recht gut managebar. Ja? So, weiter im Text. Also wirklich ein ganz, ganz, ganz geringer Anteil. Wenn man dann diesem Flächenverbrauch von 0,47 Hektar pro Anlage glauben darf. So, und das ist jetzt ein bisschen der Knackpunkt. Da mag man nämlich vielleicht sagen, dass man dieser Zahl nicht glauben möchte oder nicht glauben darf. Weil diese Zahl berechnet sich mehr oder weniger erstens mal aus dem Fundament, wo dann wirklich die Windkraftanlage draufsteht, also der Betonsockel. Plus die Stellfläche für den Kran, bei dem da eben Wartung betrieben werden soll. Plus ein ganz kleines bisschen Weg, der verbreitert werden muss, damit man die Windkraftanlage selber überhaupt an die entsprechende Stelle im Wald bringen kann. Dafür müssen die Wege nämlich 10 Meter breit sein, die dahin führen. So, und letzteres, die zu verbreiternde Wegfläche. Das ist der Kasus Knackus, ja? Weil da ist ein geschönter Durchschnittsweg von ein paar Metern, wo du hier und da die Vorstraße mal ein kleines bisschen breiter machen möchtest, nicht immer mit der Realität zu vereinen. Beziehungsweise dieser Durchschnittswert entsteht durch das, was bisher an Windkraftanlagen im Wald steht. Und die, die bisher im Wald stehen, die stehen alle nur an idealen Standorten, wo es mit einem Minimum an Aufwand möglich war, eine hinzustellen. Weil du fängst ja nicht an, wenn du Windkraftanlagen in den Wald baust, die erstmal an die kompliziertesten Orte zu stellen, wo du besonders viel Weg vorher bauen musst, bis du da hinkommst. Das wäre ja viel zu teuer. Stattdessen stellst du die dahin, wo ohnehin schon ein Maximum an Weg vorhanden ist und du so gut wie nichts mehr bauen musst. Und damit kommt eben dieser Durchschnittswert der bisherigen, sehr einfach zu errichtenden Windkraftanlagen wahrscheinlich nicht an den Wert ran, den wir bekommen, wenn wir ganz viele Windkraftanlagen in den Wald stellen und dann allein aufgrund der schieren Anzahl von den Dingern auch an unzugänglichere Standorte.
Und dafür muss dann erheblich mehr Weg verbreitert werden. Und der muss auch so breit bleiben, damit man, wenn man Repowering zum Beispiel betreiben möchte, also die Anlage quasi wieder auf den neuesten Stand bringen, austauschen, wenn man so will, oder halt eben, wenn Wartung notwendig ist, wenn größere Teile ausgetauscht werden sollen oder das Ding irgendwann abgebaut werden soll, dann brauchst du wieder diese 10 Meter breiten Wege auf der gesamten Fläche, wo durch den Wald Bestandteile der Windkraftanlage transportiert werden sollen. Ja, und damit würde man dann in Zukunft wahrscheinlich auf einen deutlich größeren Flächenverbrauch pro Anlage kommen durchschnittlich, weil viel mehr Weg angelegt werden muss als diese 0,47 Hektar. Drum finde ich die inoffizielle Zahl, mit etwa einem Hektar zu rechnen, an dauerhafter Waldflächenverlust pro Anlage, finde ich viel, viel, viel realistischer. So, und was so schön ist, hier nochmal ein Rechenbeispiel. Nehmen wir mal an, wir wollen 5000 neue Windräder bauen und die brauchen jeweils einen Hektar an Platz. Ja, das ist viel mehr, als eben bisher angegeben wird. Vielleicht ist es noch zu wenig, das wird sich zeigen müssen, schwer zu sagen. Aber jetzt nehmen wir einfach mal einen Hektar, das haben wir es immerhin verdoppelt. Und wir bauen eben 5000 davon, sind logischerweise also 5000 Hektar. Und das sind dann 0,044% der Waldfläche, die übrigens 11,4 Millionen Hektar beträgt. Und nehmen wir noch die 2000 Windräder zu 0,47 Hektar pro Windrad dazu, dann kommen wir auf circa 0,05% der Waldfläche, eigentlich 0,052, nur für die, die es genauer wissen wollten. Und ist das viel? Nee, das ist lächerlich wenig. Nehmen wir mal an, wir wollen nicht 5000 neue Windräder bauen, sondern tatsächlich 10.000. Ja, dann kommen wir halt auf 0,1% der Waldfläche. So, und jetzt kannst du theoretisch dir auch ausrechnen, was passiert, wenn wir nicht 10.000, sondern 100.000, und das ist dann irgendwann aber auch Schluss. Ja, aber rein vom Platz her haben die schon einen geringen Flächenbedarf. Und wenn wir uns jetzt verrechnet haben bei 1 Hektar, dass sie halt doch mehr Platz als 1 Hektar pro Windrad brauchen, dauerhaft Platz wohlgemerkt. Ja, nehmen wir mal an, sie brauchen 2. Ja, dann sind wir halt jetzt schon bei 0,1 Hektar für die 7000 Windkraftanlagen. Und wenn du dann halt 14.000 bauen möchtest, dann brauchst du halt 0,2% der Waldfläche. Also es bleiben kleine Zahlen, darauf möchte ich hinaus. Vom reinen Flächenverbrauch her kommt es da nicht wirklich drauf an, insbesondere deswegen nicht, weil der Bundesverband Wind und Energie und Gedöns und so weiter und so fort gesagt hat, dass sie, das müssen sie auch, das ist gesetzlich vorgeschrieben, das machen sie also nicht freiwillig, mindestens die gleiche Fläche an Wald woanders wieder aufforsten. Kann man davon ausgehen, dass die sich das nicht leisten können, das bezahlen die aus der Portokasse. Es wäre also auch eigentlich kein Problem für den Bundesverband Windkraftgedöns, die doppelte Fläche aufzuforsten, wie sie jetzt roden müssen, um eben ihre Windkraftanlagen aufzustellen. Würde überhaupt keine Schwierigkeiten machen, könnten die sich locker leisten. Und momentan sagen sie auch, dass sie mindestens so viel wieder aufforsten, wie sie kaputt machen, wenn nicht sogar viel mehr. Außerdem kommt jetzt noch erschwerend dazu, was die ebenfalls sagen, ob das jetzt stimmt oder nicht. Das liegt jetzt im Vertrauen. Das ist wirklich so ein bisschen eine Vertrauensfrage. Aber in vielen Fällen macht es einfach Sinn, allein schon aus Kostengründen, weil du dann auch günstiger an die Fläche rankommst, weil die Fläche, wo die Windkraftanlage stehen muss, die muss ja verkauft werden. Die gehört ja vorher irgendwem anders. Das kann dem Land gehören, das kann aber auch mal in einzelnen Fällen ein Privatwaldbesitzer sein, dem dein Wald zum Beispiel aus Fichte bestand, die jetzt umgekippt ist aufgrund von Borkenkäfer und aufgrund von Klimawandel und der jetzt sagt, ja scheiße, wieder aufforsten kostet einen Arsch voll Geld, dann verhökere ich doch meine Fläche lieber an irgendeinen Windkraftkonzern und die zahlen mir da gutes Geld für und die freuen sich wiederum, weil die müssen dann nicht erst noch Bäume fällen und eine Kahlfläche, da jetzt eine Windkraftanlage draufstellen, da ist der Schaden für die Bäume, die da normalerweise gestanden sind, halt eben null, weil da stehen ja keine mehr, derzeit zumindest, oder nur so große. Ja. Und das wäre zum Beispiel schon noch eine gute Möglichkeit, um den Schaden für den Wald zu minimieren.
Ohnehin muss man dazu sagen, Windkraftanlage in den wertvollsten und schönsten und biodiversesten Wald reinstellen, nö. Das gehört verboten, ist auch derzeit verboten und wird wahrscheinlich auch nie erlaubt werden, hoffe ich zumindest sehr, dass man sowas machen kann. Das will auch keiner. Und das ist auch schlicht und ergreifend einfach nicht notwendig, weil wir ja schon gesagt haben, fast jeder Wald, zumindest im südlichen Deutschland, hockt auf irgendeinem Berg. Fast jeder Wald ist damit geeignet, potenziell dann zumindest eine sehr hohe Windkraftanlage hinzustellen. Und dementsprechend steht jede Menge potenzielle Fläche zur Verfügung. Das heißt, man hat gar nicht die Notwendigkeit, sich aus sehr viel Waldfläche ausgerechnet die wenigen Prozente, die unter Naturschutz stehen oder die eine besonders hohe Biodiversität haben, wo es wirklich schade drum wäre, die muss man sich nicht raussuchen. Man hat wirklich genügend Auswahl, wenig wertvolle Wälder zu nehmen, um da seine Windkraftanlage hinzustellen. Das ist also auch ein Teil der Wahrheit, die dass man jetzt den Konzernen da jetzt irgendwie unterstellt, die würden jetzt die allerwertvollsten Wälder raussuchen. Das ist einfach Käse. Ja, warum sollten sie das tun? Wozu? Das gibt nur schlechte Presse. Das kostet selbe Geld. Im Gegenteil, das kostet vielleicht noch viel mehr Geld, weil die Holzfällmaßnahmen auch einfach teurer sind in einem gemischten, biodiversen Wald als in einem Fichtenreinbestand. Ja, es macht also überhaupt keinen Sinn, absichtlich wertvolle Wälder zu nehmen als Windkraftanlagenstandort. Hier mal ein konkretes Beispiel für so die Flächenplanung einer Windkraftanlage, der WEA-Punkt. Das ist tatsächlich der Betonsockel, was da direkt drumherum ist, ist eine dauerhafte Böschung. Das heißt, die ist jetzt nicht zwingend unbedingt völlig unmöglich, dass da noch Pflanzen drauf wachsen, aber regulärer Wald unwahrscheinlich. So, da drumherum diese rot gekreuzte Fläche, also die Fläche mit den roten Kreuzchen drin, das ist vorübergehende Rodungsfläche und das haben wir auch nebendran da in diesem grünen Rechteck ebenfalls vorübergehende Rodungsfläche. Bisher habe ich jetzt bei den Zahlen, die ich eben genannt habe, vor Ort im Wald, die permanente Fläche, die so eine Windkraftanlage benötigt, genannt mit den 0,47 oder 0,46 Hektar pro Windkraftanlage. Das ist im Grunde diese gesamte rot umrandete Bereich mit der Strichelung drin. Also das große Rechteck direkt neben der Windkraftanlage und dann dieser lange, lange Schlauch in Anführungszeichen Richtung links unten. Das ist die Fläche, die quasi dauerhaft frei von Wald bleiben muss. Nicht frei von Vegetation, aber frei von Wald, weil das für die Wartung der Windkraftanlage über die gesamte Betriebsdauer und dann später auch zum Abbauen von dem Ding, wenn das irgendwann mal passieren soll, notwendig ist. Ja? Alles andere eben, was nicht diese Strichelung aufweist, ist eben nur temporär mal eben schnell die Bäume zu entfernen. Das braucht man für den Aufbau. Hinterher können die Bäume dann aber auch da wieder wachsen. Also insgesamt haben wir, wenn wir sämtliches Baum entfernen für den kompletten Bauprozess, mit einrechnen irgendeinen Wert von etwas unter einem Hektar, so irgendwie 0,9 und ein paar zerquetschte Hektar pro Windkraftanlage. Davon aber die Hälfte ungefähr kann hinterher wieder normaler Wald wachsen und die Fläche wird auch angeblich nicht vollständig verdichtet, sodass da gar kein Baumwachstum mehr möglich wäre. Davon abgesehen, auch auf dem verdichteten Boden wachsen immer nur spezialisierte Baumarten. Also es ist nicht so, dass man da gar keine drauf anpflanzen kann. Aber ja, so ist die Realität. Und jetzt hatte ich ja eben schon gesagt, das Blaue hier, die Zufahrt auszubauen, das macht natürlich sehr, sehr, sehr viel Flächenbedarf aus, wenn wir einen unidealen Fall haben, wo sehr viel und sehr lange Zufahrt notwendig ist und wo diese Zufahrt dann halt eben noch überhaupt nicht besteht. In dem Fall hätten wir da schon einen relativ starken Einfluss dieser Zufahrtsgeschichte. Andererseits muss man allerdings auch wieder fairerweise sagen, wahrscheinlich wird man dann in diesem Gebiet nicht nur eine Windkraftanlage hinstellen, sondern halt gleich viele und die entlang einer auszubauenden Zufahrt.
Das heißt, die Zufahrt geht über den kompletten Bergrücken beispielsweise und da stellst du eine Windkraftanlage nach der anderen hin und die liegen alle an derselben Zufahrt und pro zusätzliche Windkraftanlage braucht man nur ein winziges bisschen einzelne Zufahrt, die nur dieser einen Windkraftanlage gehört. Und so lässt sich dann der durchschnittliche Zufahrtsbedarf pro Windkraftanlage wieder deutlich reduzieren. Letztendlich, ja, alles toll ist das nicht. Ne? Und das muss einem auch nicht gefallen. Das sind aber eben nun mal die Kosten, die Ökosystemkosten an Flächenverbrauch und an Flächenumwandlung, wenn man das so nennen möchte, die jetzt auf den ersten Blick so eine Windkraftanlage mal verursacht. Weiteres dazu dann gleich beim Ben vor Ort wieder. Gut. Zu dieser Flächenversiegelung ist nochmal zu sagen, wie schlimm ist denn der Betonklotz? Wie schlimm ist das Fundament? Wird ja oft angenommen, dass eben dieser Betonklotz da mitten im Wald, dass der ganz furchtbar wäre und dass der dann noch Zehntausende und Hunderttausende von Jahren im Wald verbleiben würde, selbst wenn man die Anlage selber aus dem Wald irgendwann mal wieder rausfährt und der Turm weg ist. Das stimmt auch. Aber da müssen wir uns jetzt eigentlich fragen, wie schlimm ist ein Betonklotz? Woraus besteht denn der? Ja, im Grunde auch letztendlich Naturmaterialien. Wenn es jetzt nicht neuerdings irgendeinen Plastikkleber gibt, der da verwendet wird, damit das Zeug haftet, aber letztendlich sind das Naturmaterialien. Das kann alles verwittern, das kann alles ja, wieder ganz normal eben in den Naturhaushalt integriert werden. Das dauert zwar ewig, ewig, aber irgendwann ist das auch passiert. Und da reden wir wirklich von ein paar Tausenden von Jahren, ne? Wenn nicht sogar noch deutlich länger. Aber irgendwann wird auch der ja, im Rahmen der Bodenentwicklung zersetzt und wieder in den Naturhaushalt zurückfließen. Das nächste ist, wie schlimm verseucht Beton jetzt irgendwie den Waldboden? Macht der Baumwachstum da völlig unmöglich? Nö, schlicht und ergreifend nö. Auf dem Betonsockel selber, und der ist nun wirklich nicht sehr groß, ne? Das sind kleine, kleine Flächen, habe ich jetzt keine genaue Zahl, ich meine irgendwie 0,1 Hektar irgendwie oder noch ein bisschen weniger, weiß ich nicht mehr genau, ist der Betonsockel selber auf dem Betonsockel. Ja? Da kann sich wieder ganz natürlich, wenn wir aussterben oder wenn wir aktiv nachhelfen oder ganz egal was wir tun, auf dem Betonsockel wird sich ein normaler Waldboden wieder entwickeln können. Dieser Waldboden ist dann vielleicht erstmal wenig tiefgründig. Das heißt, auf dem Boden wächst dann nur ein kurzer Baum, der wird auch nie sehr hoch werden, beziehungsweise wenn er sehr hoch wird, dann fällt er halt um. Das ist für die Waldstruktur aber völlig egal, beziehungsweise gar nicht negativ. Dann haben wir an der Stelle, wo der Betonsockel war, halt einfach immer einen etwas kürzeren Wald. Das erhöht die gesamtstrukturelle Differenzierung des Waldes. Das ist also wirklich, wirklich nicht schlimm. Und wenn die Bäume da immer nur ein bisschen jünger bleiben und schneller zusammenbrechen, dann kriegen wir eine sehr schöne Dynamik in die Fläche, gerade durch diese einzelnen Flächen, wo die Wälder automatisch schneller zusammenbrechen, bringt Totholz in den Wald, bringt Licht in den Wald, schafft Platz für Pflanzen, die auch brauchen. Es brauchen, dass der Wald regelmäßig zusammenbricht, weil sie viel Licht auf dem Boden brauchen. Gibt vielleicht eine kleine Orchideenwiese auf einer Waldlichtung, irgendwie sowas in die Richtung. Viele Insekten brauchen das, viele Vögel brauchen das, die da ihre Nahrung finden auf solchen kleinen temporären Freiflächen. Und für Vögel und Insekten und all solche Sachen ist es schnurzpiep egal, ob der Boden da jetzt 50 cm tief ist oder 1,50 m. Ja, 1,50 m ist auch schon das Maximum, was ein Boden an biotischer Aktivität im Wesentlichen belebt ist. Seltene Ausnahmen, wo es noch ein bisschen tiefer geht, aber viel mehr ist da nicht. Also klar, man kann, es ist ein Schaden, ja, es ist eine Beeinträchtigung, ja, ist die unendlich groß und schlimm, 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 das kann man beim besten Willen nicht behaupten. Ja. So. Nebendran ist dann halt eben noch eine verdichtete Waldbodenfläche, wo regelmäßig der Kran steht und die Wege, die verbreitert sind. Das sind Flächen, die zwar irgendwann wieder mit Bäumen bestockt werden können, aber die sind dann halt verdichtete Böden. Verdichtete Böden sind nichts Schönes, wirklich nicht. Davon möchte man so wenig wie möglich haben. Ja, prozentuale Zunahme verdichteter Böden im Wald durch diese Maßnahmen bewegt sich aber auch so irgendwo im einprozentigen Bereich. Ja, vielleicht 2 oder 3%, das könnte im schlimmsten Fall wirklich noch zusammenkommen, wenn man da wirklich ganz, ganz viel ausbaut. Das ist noch der schlimmste Faktor, würde ich sagen. Also dieser Betonklotz, der ist nun wirklich nicht dramatisch. Ja? Der insgesamt verdichtete Boden auf der gesamten bodenverfügbaren Fläche, in Anführungszeichen, ne? Also, auf gesamter Tiefe, das wollte ich sagen, richtig. Das spielt schon eher eine Rolle und das will man sicherlich nicht haben. Und das ist sicher, aus meiner Sicht ist das der größte Kostenfaktor, in Anführungszeichen, den jetzt für abiotische Umwelt so eine Windkraftanlage anrichtet. Das kann man auch nicht wegdiskutieren.
Ist das schlimm, schlimm, schlimm? Nein, aber schlimm, schlimm. Darauf können wir uns vielleicht einigen. Ja? Gut, dann kommt noch erschwerend dazu, was ganz viel diskutiert wird, Vogelschlag. Vogelschlag kann man sehr, sehr einfach abhandeln und da muss man eigentlich gar nicht viel drüber sprechen. Es gibt da so eine Studie, die immer wieder zitiert wird, die ist aber methodisch schlecht und auch sonst ziemlich mies. Dass es da Hunderttausende von Vögeln und die Windräder, die wirklich aus der Luft schreddern, als gäbe es keinen Morgen mehr. Diese eine Studie, wenn wir die jetzt mal ignorieren, weil die halt eben nun mal nicht gerade sehr seriös ist, dann bleiben nur noch Studien übrig, die letztendlich in der Quintessenz, wenn man alles zusammenfasst, auf irgendwas zwischen 5 und 20 Vögel pro Windkraftanlage und Jahr kommen. Ja? Und da gibt es auch nochmal, muss man deutlich unterscheiden, Arten, die gefährdet sind, von Windkraftanlagen geschreddert zu werden und Arten, die nicht gefährdet sind. Und von den gefährdeten Arten sind nur sehr wenige wirklich selten. Das heißt jetzt nicht, dass es schön ist, wenn der Vogel nicht selten war, dann kann er ruhig geschreddert werden. Aber der ist dann zumindest mal im Bestand nicht bedroht. Oder jedenfalls nicht mehr, als er sowieso schon ist. Im Gegenzug muss man sagen, ohne Windkraftanlagen mit ungebremstem Klimawandel werden viel mehr Vogelarten aussterben, als sie möglicherweise potenziell durch Windkraftanlagen auch aussterben könnten. Viel, viel, viel mehr. Viel, viel mehr. Ja? Also viel, 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 viel mehr. Das muss einem auch klar sein, beziehungsweise wird den entsprechenden Leuten wahrscheinlich nicht klar sein, aber egal. Dann kommt noch erschwerend dazu, dass man, wenn man einem jetzt einen Fokus auf Vogelschutz setzt und man sagt, ich bin gegen Windkraft, weil die armen Vögel, dann ist man ja völlig auf dem Holzweg, weil Vögel werden gekillt. Verursacher Nummer 1, Fensterscheiben. Verursacher Nummer 2, Straßenverkehr. Bei weitem mehr. Ja, gigantisch viel mehr, Hunderttausende von Fensterscheiben, Zehntausende von Straßenverkehr, sehr wenige im Vergleich dazu, wie gesagt, so zwischen 5 und 50, wenn man die Extremsumme nehmen möchte, pro Windkraftanlage. Das ist bei weitem weniger, als jeweils durch diese anderen Ursachen ums Leben kommen. Beim Straßenverkehr kannst du nicht viel gegen machen. Bei Fensterscheiben würdest du 10% aller Fensterscheiben so herrichten, dass kein Vogel dagegen fliegt, weil er sie sieht. Ja, also keine glänzenden Fassaden von irgendwelchen Hochhäusern in zum Beispiel Frankfurt. Da würdest du doppelt so vielen Vögeln das Leben retten, wie du mit einem maximalen Ausbau der Windkraft umbringst. Ja? Also wenn es dir um Vögel geht, dann kleb Vogelsilhouetten an Fensterscheiben, dann sei nicht gegen Windkraft. Das bringt viel weniger, als Vogelsilhouetten an Fensterscheiben zu kleben. Drum ist das so ein bisschen ein Scheinargument. Das scheint einfach nicht sehr sinnvoll, als würden jetzt die sagen wir jetzt mal, sind 10.000 Vögel im Jahr, die durch Windkraft dann hops gehen, sagen wir jetzt einfach mal, als wäre das ein viel, viel, viel schlimmerer Tod als die 150, 100, 200.000, die an die Fensterscheibe knallen. Das ist doch völlig Banane und deswegen kann ich dieses Argument mit dem, die schreddern Vögel, nun wirklich beim besten Willen nicht nachvollziehen. Solange wir bei seriösen Quellen bleiben. Ja? Das ist jetzt nochmal wichtig an dieser Stelle anzumerken. Gut, und dann ist zum Schluss noch die Sache mit den Fledermäusen zu erwähnen. Fledermäuse werden ziemlich schnell vom Unterdruck, den die Rotorenblätter erzeugen, gekillt. Ja, das sind kleine empfindliche Wesen, selbst eine große Fledermaus ist immer noch klein und empfindlich. Und das geht schon recht flott. Ja? Und die fliegen auch durchaus in dem Bereich rum, wo die Rotorenblätter unterwegs sind. Was kann man da tun? Ist das jetzt, muss man das jetzt akzeptieren? Also zunächst mal gibt es die technische Lösung des sogenannten Bettdetektors, der dann mittels dem Ultraschall, den die Fledermäuse zur Orientierung nutzen, der den registriert und merkt, oh, hier kommt Fledermaus. Und dann kann sich die Windkraftanlage in relativ kurzer Zeit ausschalten. Und dieser Ultraschall kann auch auf eine relativ lange Entfernung wahrgenommen werden. Das heißt, mit dieser Notabschaltung, da kommt Fledermaus, kann man schon mal jede Menge Fledermaus retten. Das nächste ist, dann kannst du ja, da du ja jede Menge Wald zur Verfügung hast, deine Windräder ja vielleicht auch nicht unbedingt neben das Naturschutzgebiet mit erhöhtem Fledermausanteil stellen, sondern halt eben, wie gesagt, in den Fichtenforst, wo sich die Fledermaus ohnehin nicht wohlfühlt, weil A, findest du nichts zu fressen und B, findest du keine Höhle, wo sie schlafen kann, weil Fichten gar keine nennenswerten Baumhöhlen aufweisen, weil man sie immer umsägt, bevor sie Baumhöhlen bekommen. So. Also nochmal ein Argument. Stellst du Windkraftanlage auf ehemalige Fichtenfläche, dann ist das für die Fledermäuse vollkommen Schnurz, weil die gibt es da nicht.
In seltenen Ausnahmefällen gibt es da vielleicht doch, aber das ist kartiert. Ja? Also die Fledermausforschung, dass man weiß, welche Fledermaus kommt wo vor und wo kommen generell Fledermäuse vor. Und übrigens auch bei Fledermäusen, längst nicht jede Fledermaus ist gefährdet, ins Windrad zu geraten, sondern auch wieder nur einzelne Arten und längst nicht alle, also bei weitem nicht alle. Da kann man also auch ganz stark differenzieren und mit der richtigen Standortwahl verhindern, dass da viele Fledermäuse vorbeikommen und mit einem Bettdetektor verhindern, dass da sehr wenige Fledermäuse ums Leben kommen. Ja? Also es dürften dann nur noch ganz, ganz seltene Ausnahmen sein und das mag dann vielleicht immer noch dramatisch sein, aber das ist bei weitem weniger dramatisch als ein ungebremster Klimawandel. Ja, und dann kommen wir noch zu den Insekten. Die sind jetzt noch wichtig, drum habe ich mir hierzu noch mal ein bisschen viel Literatur reingezogen, soweit ich sie zum Verstehen in der Lage bin, denn das ist nun mal eben teilweise gar nicht mein Fachgebiet. Beispiel diese Studie hier, seht ihr, vom Herrn Trieb, die ist recht technisch und belegt eben anhand von technischen Eigenschaften und der Tatsache, dass es thermische Überflüge von Insektenschwärmen gibt, die von A nach B wollen, dass es dann auch eine statistische Wahrscheinlichkeit gibt, dass statistisch gesehen sehr viele von diesen thermischen Überfluginsekten in einem Rotor von einer Windkraftanlage zu Tode kommen. Und zwar über 1000 Tonnen im Jahr. So, da ist jetzt erstmal so nichts dran auszusetzen. Aber wenn man hier eine Studie hat, von einer Person, ja, viele wissenschaftliche Studien sind ja auch von vielen Autoren-Team erstellt, dann muss man einfach grundsätzlich, wenn man von den Funktionsweisen von Wissenschaft weiß, erstmal sich die Frage stellen, ja, gibt es denn da noch mehr zu? Weil meistens ist ein Thema, das ein komplexes Thema, ein schwieriges Thema, und damit haben wir es hier zu tun, das von nur einer Studie abgedeckt wird, noch nicht zu Ende erforscht. Da besteht also wirklich noch ein essentieller weiterer Forschungsbedarf. Dazu kommen so Fragestellungen wie, welche Insekten werden da eigentlich geschreddert? Und zweitens, riesige Populationsschwankungen in der Insektenfauna, dass die sich von Gesamtmenge 5 Tonnen auf 40 Tonnen vermehren, wenn die Vermehrungsbedingungen gut sind, oder sie von 40 Tonnen auf eine Tonne runterbrechen, wenn die Vermehrungsbedingungen schlecht sind. All sowas ist im Insektenreich vollkommen normal und daher sind riesige Mengen von toten Insekten, die jetzt am Windrad kleben, nicht unbedingt zwingend schlimm, weil wenn das lediglich welche sind, die während einer Massenvermehrung hängen bleiben, dann, na, also ist es sehr, sehr schwer da jetzt aufgrund dieser relativ technischen und ja, technisch gehaltenen Studie massive Auswirkungen auf das hochkomplexe und noch nicht vollständig verstandene Insektensterben zu ziehen. Genau genommen ist das Insektensterben sogar sehr schlecht verstanden. Wir gehen momentan davon aus, dass die Hauptursachen vor allen Dingen im Lebensraumverlust durch großflächige Agrarlandschaften zum Beispiel, durch Verstädterung der Landschaft, durch Autobahnen, ne, sucht euch was aus, liegen und durch den erhöhten Pestizideinsatz. Das sind so die beiden Sachen, die am schlüssigsten erstmal erscheinen. Dass der Windkraftausbau einen stärkeren Einfluss als diese beiden Sachen haben kann, kann man sich fast nicht vorstellen. Ja, und es korreliert auch alles miteinander. Wenn du jetzt sagst, die Windkraftanlagen haben seit 2003 massiv zugenommen, ja, das hat der Ausbau der Landwirtschaft in Europa allerdings auch. Und es geht hier um europäische Fluktuationen der Insektenfauna, die halt teilweise auch sehr große Strecken zurücklegen kann. Ja? Daher, eine Studie ist keine Studie, gibt es ja diesen schönen Spruch aus der angewandten Wissenschaft, den würde ich hier jetzt ein bisschen mit Vorsicht, und ich will jetzt auch gar nicht sagen, dass diese Studie hier schlecht ist, aber mit einer gewissen Vorsicht würde ich den fast anwenden wollen. Wir haben zum Beispiel nämlich auch eine Gegendarstellung, die zwar in einem anderen Zusammenhang und mit einer anderen Methodik auf ein gegenteiliges Ergebnis kommt, das eben nicht die Windkraftanlagen nennenswert für tote Insekten verantwortlich sind. Beispiel folgt.
Ja, der Link dazu, übrigens auch zu allen anderen Quellen, wieder in der Videobeschreibung. Lest euch das gerne mal durch, zumindest mal hier die Kurzfassung. Ist ganz interessant. Da kommt Plus Minus raus, das kann man hier schon in den ersten Sätzen lesen, dass die Anzahl der durch Blinklichter von der Windkraftanlage nächtlich angelockte nachtaktive Fluginsekten erstaunlich gering ist. Viel weniger, als man vermutlich gedacht hätte, nachdem das ja auch schon oft diskutiert worden ist, dass die Blinklichter von den Dingern Millionen von nachtaktiven Fluginsekten in den Tod reißen. Also das lässt sich hier überhaupt nicht bestätigen in dieser Studie und man hat das da wirklich nach bester entomologischer Praxis, nämlich mit entsprechenden Fallen, untersucht. Das machen Entomologen so, seit es Entomologen gibt und von daher ist das eine sehr, sehr valide Methode und lässt jetzt nicht den Schluss zu, dass zumindest mal nachtaktive Insekten in nennenswerten Umfang von Windkraftanlagen geschreddert werden. Das ist jetzt dahingehend ein schöner Hoffnungsträger, weil selbst wenn die erste Studie recht hat und die werden im Flug viel geschreddert, ja, dann müsstest du halt die Windkraftanlagen tagsüber vielleicht ein bisschen drosseln, tagsüber eher auf die Solarenergie setzen und dann für nachts, wenn die Solarenergie logischerweise nicht zur Verfügung steht, die Windkraftanlagen anschmeißen, weil den Nachtinsekten ist es offensichtlich egal. Ja? Aber auch das ist nur eine Studie. Auch hier besteht natürlich noch weiterer Forschungsbedarf. Und wie immer in Themen, die gerade wirklich ganz aktuell in der Forschung sind, kann man da noch von keiner Einigkeit sprechen und man muss da einfach weiter abwarten. So. Nochmal. Ja? So, und Quintessenz des Ganzen. Windkraftanlagen sind nicht schön und ich will die auch nicht im Wald haben. Und wenn ich hier in dem Wald, in dem ich jetzt rumstehe, beziehungsweise rumlaufe, eine Windkraftanlage stehen hätte, die würde mich stören. Ja? Und definitiv, der Lärm würde mich, ja, den Eichelherr würde sie auch stören. Und der Lärm würde stören, der Schattenwurf würde stören, je nach Situation. Das Gute ist, im Wald siehst du sie wenigstens nicht auf große Entfernung, weil du kannst ja aus dem Baum, zumindest im Sommer nicht, kannst ja unter den Bäumen nicht wirklich hochgucken und dann siehst du das Ding zumindest mal nicht. Das ist nochmal ein Vorteil. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich jetzt sagen würde, ja, stell sie ruhig in meinen Wald. Nö, ich will die auch nicht in meinem Backyard haben. Ne? Not in my backyard-Effekt. Und das kann man menschlich ja auch echt nachvollziehen, gerade wenn du ja auch in den Wald gehst, um dort Erholung zu finden, um dort Stress abfallen zu lassen. Die Ruhe, die so ein Wald, mal abgesehen von Vogelgezwitscher, was man bei besten Wellen jetzt nur nicht als Lärm bezeichnen kann, wirklich nicht, ja, ist der Wald halt ein sehr ruhiger Ort. Und so ein Surren eines Rotors will man da halt nicht haben. So, und damit kann ich wirklich verstehen, dass jemand, menschlich kann ich das absolut verstehen, dass jemand, der seinen Wald braucht, um sich dort zu erholen von welchem Stress auch immer, ja, Arbeit, Frau, letzteren Stress brauche, ne, da brauche ich mich nicht von zu erholen, das ist alles gut. Bevor jetzt irgendjemand falsche Schlüsse hier zieht, sondern nur ein Späßle. Ja, dass man dann Schwierigkeiten damit hat, dass ausgerechnet im eigenen Erholungswald dann so eine Anlage rein soll, das kann ich wirklich absolut verstehen. Ja. Und dass man sich dann im Zweifel selbst der Nächste ist und daher generell einfach mal gegen Windkraftanlagen im Wald schießt, das kann ich auch voll und ganz verstehen. Menschlich. Ja. Aber es gibt halt, ja, ich sehe halt einfach keine andere Lösung. Ja. Ist das schön? Nein. Ist das notwendig? Ich befürchte. Ja. Und wenn ich mich irre, dann bin ich super glücklich und zufrieden, wenn jemand eine bessere Lösung findet, als die Dinger in den Wald zu stellen. Toll, großartig. Ja. Aber ich sehe sie nicht. So, und das ist es im Prinzip, was man zu den Windkraftanlagen im Walde so zu sagen hat. Ich mache vielleicht an zwei, drei Stellen, aber das werdet ihr zu diesem Zeitpunkt ja schon gemerkt haben, noch kurze Voice-Overs und blende euch vielleicht noch zwei, drei Grafiken ein und zwei, drei Karten und Darstellungen. Aber das sehe man dann im Schnitt. Also ich sehe es im Schnitt, ihr habt es schon gesehen. Und ansonsten wünsche ich einen schönen Abend. Wer Kommentare hat, bitte gern, aber bitte freundlich bleiben. Wer unfreundlich wird, fliegt raus. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.